Willkommen auf Ihrer Arche. Mein Name ist Eve. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Meine Systeme sind darauf ausgelegt, Ihnen behilflich zu sein. Sie können mir blind vertrauen. Jederzeit. Status-Update. Erde. Aktuelles Jahr. 2070. Kontinuierlich steigender Meeresspiegel verändert Ökosysteme. Zahlreiche Küsten überflutet. Weitere Regionen gefährdet. Etliche Küstenmetropolen aufgegeben. Dürren und Missernten verursachen Völkerwanderungen. Nationale Strukturen verlieren an Bedeutung. Die bekannte Ordnung versinkt mit den Küstenstädten im Meer. Klimawandel verschärft Verteilungskampf um verbleibende Rohstoffe. Umdenken erforderlich. Zuvor karge Landstriche durch Verschiebung der Küstenlinien nun fruchtbar. Neue Technologien bieten neue Chancen. Die Wissenschaftsorganisation SAAT entwickelt Innovationen für die Zukunft. Sie haben die Archentechnologie ermöglicht und auch ich, Eve, bin ihre Schöpfung. Definition Arche. Schwimmende Forschungsstation. Erlaubt Inbesitznahme neuer Landstriche. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die als Archenkommandant ausgewählt wurden. Registriere Interessenkonflikt. Das überaus mächtige Industriekonsortium Global Trust wird als weltweit größter Energielieferant versuchen, sich ihre Dienste zu sichern. Ebenso wie die Eden Initiative, eine global agierende Umweltorganisation, die durch modernste Green-Tech-Verfahren stetig an Einfluss gewinnt. Beide Organisationen wetteifern beim Ausbau ihrer Metropolen um Dominanz und kluge Köpfe wie Sie. Es ist Ihre freie Wahl, wen Sie in Zukunft unterstützen wollen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, eines ist sicher. Sie können mir blind vertrauen. Jederzeit. Mein Name ist Eve. Update. Ende. Und mit diesen netten Intro-Worten begrüße ich euch hiermit herzlich zur Demo von Anno 2070. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ein Let's Play nennen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Eher so ein Let's Show, denke ich mal. Weil, ja, Demo halt, ne? Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Wie gesagt, Anno 2070, wir haben, wenn man unten lesen kann, gerade 3 Uhr noch irgendwas, 55 oder so, das sehe ich da gerade. 56, tut mir leid. Die Demo ist jetzt schon ein, zwei Tage draußen. Aber trotzdem werde ich jetzt das aufnehmen. Ich gucke nur kurz nach einer Grafikeinstellung, ich weiß nicht, was es drin hat. Gerade. Ja, hoch, wir müssen nicht übertreiben. Ich denke mal, hoch reicht erstmal. Ja, das passt so. Wir werden uns also hier in diesem Spiel erstmal die Kampagne vorknöpfen. Wir haben ja die ersten zwei Missionen verfügbar in der Demo-Version. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, würde ich sagen, oder? Weil ich will ja irgendwas zeigen hier. Ich will so zeigen, wie das Spielprinzip so funktioniert im Allgemeinen. Und also ich kann schon mal im Voraus sagen, im Grunde für die Leute, die Anno kennen und lieben, so wie es ist, so viel hat sich anscheinend nicht geändert. Natürlich, weil das ganze Szenario jetzt ein bisschen anders ist, sind natürlich die Abläufe anders, aber im Grunde bleibt es natürlich das Gleiche. Soweit ich das von der Demo beurteilen kann. Also werden wir einfach mal uns in die Demo stürzen und wir machen mal einen Schnellstart. Sie sind also die Verstärkung, auf die die Firma besteht? Naja, hoffen wir, Sie haben mehr drauf, als der erste Anschein vermuten lässt. Mein Name ist übrigens Thor Strindberg. Ich bin für die strikte Einhaltung des Global Trust 2-Jahresplans verantwortlich. Global Trust ist der weltgrößte Energielieferant. Unser Netzwerk umfasst Kontinente. Und einer der wichtigsten Knotenpunkte ist genau hier. Die Öl- und Kohlevorkommen, für die ich verantwortlich zeichne, decken bereits 18% des gesamten monatlichen Bedarfs von Global Trust. Und dennoch steigen die Fördervorgaben aus der Zentrale ständig. Um den enormen Strombedarf auch weiterhin zu stillen, sind wir gerade dabei, das hydroelektrische Kraftwerk am Staudamm zu modernisieren. Ingenieuren ist es gelungen, ein neuartiges Hochleistungsmodul für die Hauptturbine zu konzipieren. Dabei könnten sie sich nützlich machen. Wir müssen die optimierte Turbine schnellstmöglich zum Einsatz bringen, sonst ist die Erfüllung des 2-Jahresplans ernsthaft gefährdet. Okay.
Okay, ich dachte, da kommt noch was. Ja, wir müssen also eine Turbine quasi für dieses Kraftwerk bauen. So in etwa. Das ist die erste Kampagnenmission. Hier haben wir nochmal die Kurzfassung und da die beteiligten Personen, sag ich mal. Thor Strindberg heißt er also. Ja. Irgendwie so, ne? Der Zwei-Jahresplan ist die erste Mission. Ein dringlicher Einsatz im Auftrag von Global Trust führt sie zu Anlage 13, wo Thor Strindberg, ich will die ganze Zeit Strindberg nennen, ich weiß nicht warum, aber wie auch immer, für die Versorgung des Konzerns mit wichtigen Rohstoffen verantwortlich zeichnet. Da fehlt ein Wort in dem Satz, glaube ich. Wo, ja, wo sich verantwortlich zeichnet, muss man sagen. Da fehlt ein Sicht im Satz, tut mir leid. Die Stimmung vor Ort ist gereizt, denn die Produktion stagniert und das hydroelektrische Kraftwerk liefert zu wenig Strom. Man sieht also, das Szenario ist ganz anders als in den vorangegangenen Spielen. Wie beispielsweise 1404 oder 1701. Was so jahresmäßig das letzte wäre, so. Also, letzt erschienen ist ja 1404 und das letzte jahresmäßig, also fortschrittsmäßig, ist ja 1701. Da ist 2070 schon mal ein großer Sprung. Wie sie auch auf 2070 gekommen sind. Vorher war es ja ersichtlich, immer 99 Jahre drauf, aber jetzt... keine Ahnung. Doch der Vorstand von Global Trust besteht auf der strikten Einhaltung des Zwei-Jahres-Plans. Dann werden wir mal irgendwie helfen müssen, glaube ich, den Zwei-Jahres-Plan einzuhalten. Starten wir die Mission. Gucken wir erstmal den Ladenbildschirm an. Man sieht, er ist sehr detailreich aufgebaut. Eine Welt also. Und hier, da benutzen Sie das Mausrad, um die Kamerahöhe zu verändern. Tipp, der erscheint in der Demo als einziger Tipp leider. Ich weiß nicht, ob es noch andere Tipps gibt. In der Demo aber anscheinend nicht. Naja gut, man will ja auch nicht alles verraten, ne? Sonst spoilert man vielleicht zu viel, man weiß ja nicht. Die Ladezeit ist nicht so lang, wie man gesehen hat, also... in 1404 fand ich sie wesentlich länger. Erstmal eine kleine Videosequenz. Zielkoordinaten erreicht. Ja, man sieht, die Charaktere, die gerade was zu labern haben, werden wieder rechts oben eingeblendet, wie wir es bereits kennen. Da sind sie ja endlich! Thor Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. Gut, fangen wir sofort an. Also das ist unsere Arche. Die quasi als Hauptquartier gilt, kann man fast sagen. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Ja, du mit deinem Zwei-Jahres-Plan. Versuchen wir mal ihn umzusetzen irgendwie. Aber erstmal müssen wir uns natürlich alles angucken. Das ist dieses hydroelektrische Kraftwerk. Um weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Der Typ ladert mir dauernd rein. Das ist dieses Kraftwerk, das wir jetzt verbessern müssen. Ja, Start. Mission 1, der Zwei-Jahres-Plan. Im Grunde kriegen wir am Anfang erstmal alles erklärt, also hier erstmal zoomen wir raus. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Ja, verstanden, ist ja schon gut. So, Hauptquest. Registriere Auftragsanfrage. Am Anfang kriegen wir erstmal... zum Thema werden geladen. Am Anfang gibt es erstmal ziemlich viele Tipps, zum Beispiel hier zum Thema Aufträge. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Ja, wir machen das sofort. Unsere Hauptquest ist also hier, alles für die Quote. Kann das Ding mal weggehen da? Fände ich gerade nicht schlecht. So, alles für die Quote. Also wir müssen als Hauptziel erstmal eine optimierte Turbine für den Herrn Strindberg konstruieren, um die Energieproduktion in Anlage 13 zu erhöhen. So, und um das Hauptziel zu erreichen, kriegen wir natürlich ein paar Nebenquests. Zunächst mal müssen wir unser Kommandoschiff auswählen. Also das ist unsere Arche, wie man sieht. Damit können wir Eillieferungen machen. Was kann ich für Sie tun? Da können wir quasi zu erhöhten Preisen ein paar Materialien bekommen. Ich verstehe das nicht. Ja, du verstehst nicht, ist okay. Die Hauptmaterialien sind jetzt beispielsweise... Als künstliche Intelligenz der Arche bin ich darauf programmiert. Ja, schön, ich will keine Hilfe. Hilfemenüs werden am Anfang ziemlich lästig, glaube ich. Also am Anfang, die Hauptmaterialien zum Bauen sind einmal diese Bauzellen, die kann man quasi mit dem Holz vergleichen, und Werkzeug, das kennt man ja. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Ah, müssen wir mal reinlabern. Ja, das ist unser Kommandoschiff hier. Ladedatenbank mit Steuerungsroutinen. Schnauze.
Unser kleines Kriegsschiff namens Altair. Haben wohl zufällig Assassin's Creed gezockt oder so, keine Ahnung. Oder wie die Charaktere heißen, ich weiß es nicht. So, die nicht aufgedeckte Karte wird sehr interessant dargestellt. Und hier haben wir den Kompass auch, da sehen wir, was wir aufgedeckt haben. Und so, das ist die Insel des Verbündeten. Ziemlich sporadisch eingerichtet, wie man sieht. Was haben wir hier so? Wir haben hier Warendepots und Ölraffinerien. Und das ist hier eben der Kontor. Und das ist ein diese Lieferung muss sofort ins zentrale Handelsschiff der Tycoons. Wir werden unserem kleinen Kriegsschiff jetzt aber erstmal zum Kontor fahren. Riges Inselscan läuft. Lade Informationen zu Fruchtbarkeiten und Rohstoffverteilung. Ja, hier sehen wir jetzt noch eine kleine Insel so nebendran ein bisschen. Eine neue Insel wurde gesichtet, genau. Da kriegen wir auch Mitteilungen drüber. Aber wir machen erstmal das hier, dass wir mit unserem Schiff jetzt zum Kontor fahren. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen? Ja, ich nehme die Sachen schon an. Also 40 Tonnen Bauzellen, 40 Tonnen Werkzeug und 10 Tonnen Fisch. Gut. Genau. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Ja, wir errichten unseren Stützpunkt auf dieser Insel, die wir gerade entdeckt haben. Ich denke mal, wir machen das am besten hier so in der Bucht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Man kann es natürlich auch hier unten machen, aber... Nee, ich glaube, hier in der Bucht ist ganz gut. Da haben wir schon mal einen großen Teil der Insel abgedeckt. Ist ja jetzt nicht so riesig, das Ding. So, wir haben, wie gesagt, Bauzellen und Werkzeug. Damit können wir Häuser bauen oder allgemein Gebäude. Und mit diesem Fisch, der dient halt eben als Nahrungsmittel für die Bewohner, die wir auch irgendwann haben werden. Eine unbewohnte Insel ist das. Wir können mal kurz gucken, was wir hier oben so haben. Obwohl, ich baue erstmal den Kontor. Wenn wir nah genug an die Küste ranfahren, können wir einen Kontor bauen. Einmal so, hier sehen wir die Reichweite des Kontors. Machen wir am besten hier so zwischen rein, genau. Perfekt. So, jetzt haben wir die Stadt gebaut und die Waren, die auf dem Schiff waren, wurden in den Kontor übertragen. Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Ja. Lade Basis Bebauungsplan. Ach Gott, Eve nervt ein bisschen mit den ganzen Hinweisen am Anfang, aber naja, gut. Für die Leute, die Anno nicht kennen, sind die Hinweise sicherlich sehr interessant. So, ich wollte jetzt auf die ganzen Leisten zu sprechen kommen. Hier, also hier haben wir erstmal unser Vermögen. Also die Währung ist Credits. Da haben wir auch eine Übersicht, also erstmal die Verfügung über das, was wir allgemein haben. Und dann halt eben die Einnahmen durch Handel bisher, die Ausgaben durch Handel bisher und die Bilanz aller Transaktionen bisher. Das ist für die Demo jetzt noch relativ unrelevant, weil die ersten beiden Missionen damit nichts zu tun haben. Und wir haben noch unser regelmäßiges Einkommen, das heißt quasi... wie unser Geldchen wickelt. Aktuell minus 40, weil wir haben ja keinen Verdienst, weil wir keine Einwohner haben. Lizenzen, die werden für den Erwerb von Items und die Entwicklung von Technologien benötigt. Das ist für die Demo auch noch irrelevant, darum kann ich nicht genau sagen, was sie bringen. Aber man bekommt sie durch Aufträge, Abkommen, spezielle Items oder den Verkauf bestimmter Gegenstände. Also nichts, was wir jetzt in der Demo großartig jetzt angucken können. Die Bilanz, ja, die hat man ja hier oben schon stehen. Das ist dieses regelmäßige Einkommen mit minus 40. Mit Aufteilung in den Steuereinnahmen als positive Sachen und die negativen Sachen aufgeteilt in Gebäudeunterhalt, Militärunterhalt und Fahrzeugunterhalt. Fahrzeugunterhalt liegt an unserem Schiff, ist ein Fahrzeug. Und Gebäudeunterhalt durch unseren Konto aktuell. Ja, und die Einwohnerzahl halt, die globale. Einheitenlimit 2 von 1, okay. Ich weiß nicht, wo die 2 Einwohner herkommen, vielleicht durch Schiff. Das kann sein, weiß ich nicht. So, unsere Insel heißt Neotron. Dann haben wir hier rechts daneben quasi, ja, unsere Vorräte, sag ich mal, die wir hier oben reingesetzt haben. Einmal haben wir unseren Energieüberschuss, der bestimmt, wie viele Gebäude wir noch bauen können. Weil jedes Gebäude braucht eine bestimmte Angabe an Energie. Wir haben zum Beispiel 6 Energie jetzt Überschuss. Wir werden auch später noch lernen, wie man Energie produziert, damit wir weitere Gebäude in Betrieb nehmen können. Dann die Ökobilanz. Wozu die genau gut ist, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall werden wir sehr schnell merken, dass wir mit diesen Tycoons die Ökobilanz ins Negative bringen, weil sie nicht gerade sehr umweltfreundlich umgehen mit der Insel und so weiter, mit der Umwelt. Ja, und hier haben wir eben unsere Übersicht, wie viele Bauzellen oder Werkzeug wir auf unserer Insel haben. Wir können alternativ auch jedes andere gut da oben reinziehen, zum Beispiel können wir hier Fisch reinziehen, sehen wir auch, wie viel Fisch wir haben. Also wem es gefällt, kann man das so machen. Unter dem Inselnamen haben wir die Vorkommen, die wir anbauen können. Zum Beispiel haben wir hier Tee, können wir anbauen auf der Insel, wir können Gemüse anbauen
Und wir können eine Fruchtbarkeit noch erzeugen mit Hilfe von Saatgut. Das wird auch erst in Kampagne Level 2 eine Rolle spielen. Ich erkläre gerade sowieso viel zu viel, dass Kampagne Level 1 Ewigkeit dauern wird. So, und wir haben noch die Ressourcen hier. Einmal allgemeinen Bodenschätze, haben wir keine auf der Insel. Wir haben Basaltvorkommen, 10.000 Tonnen. Basalt können wir hier abbauen. Das ist nötig, um Bauzellen zu produzieren. Das kommen wir aber auch noch gleich zu. Dann gibt es noch Ölvorkommen. Haben wir keine auf der Insel. Genauso wenig wie Hummerpopulationen oder Goldvorkommen oder Sand. Haben wir auch nicht hier. Wir haben zwei freie Minenbauplätze. Die sehen wir hier. Beide besitzen jeweils 5.000 Kohle- und Eisenerzvorkommen, so wie ich das sehe. Das habe ich ganz ehrlich noch nicht ganz verstanden. Aber da kommen wir auch in Kampagne Level 2 zu. Wir haben, ja gesagt, 5.000 Kohle, 5.000 Eisen und es gibt sonst noch Kalkstein, Kupfer und Uran. So, aber die Leiste spielt keine Rolle gerade. Wir fangen jetzt langsam an zu bauen. Und zwar müssen wir ein Stadtzentrum errichten. Damit können wir dann Einwohner bauen. Also man sieht schon, wir können sehr viel bauen aktuell. Stadtzentrum. Im Bereich dieses Stadtzentrums können wir Arbeiterhütten errichten. Darum bauen wir einfach mal ein Stadtzentrum jetzt so hier hin, dass so alles so ein bisschen da ist. Achtung. Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau von Wohnhäusern wird empfohlen. Ja, die werden wir jetzt auch bauen, die Wohnhäuser. Wir müssen jetzt laut Quest 8 Arbeiterwohnungen bauen. Die werden ja auch schon direkt angezeigt. Hier als Beschreibung haben wir hier noch erzeugen Credits. Hier ist es so, dass das Stadtzentrum das Bedürfnis nach Gemeinschaft errichtet. Entschuldigung. Wir bauen jetzt einfach mal die 8 Arbeiterwohnungen. Die setzen wir einfach mal, keine Ahnung, wie setzen wir die hin? Irgendwie so, setzen wir mal eins hin und so. Aber einfach mal so, komm. Weil es schön aussieht. So, jedes Haus kostet 2 Baustoffzellen, wie man sieht. Das wurde auch gut abgebucht. So, und jetzt müssen wir diese Arbeiterwohnung noch mit dem Zentrum vernetzen. Das geht durch diese Straßen hier. Kosten jeweils 5 Credits. Achso, da müssen wir gedrückt halten und ziehen, damit das gebaut wird. So einmal und dann noch einmal so rum. Und schon sind die Häuser mit dem Stadtzentrum verbunden. Warnung. Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Genau, sie möchte jetzt nämlich, dass wir weitere Bauzellen produzieren. Das geht dadurch, dass wir einmal einen Basaltbrecher bauen. Also jetzt geht es quasi um die Grundproduktion. Früher war es ja die Grundproduktion durch Dingens gesichert, durch Holzfäller. Das ist jetzt anders. Wir können jetzt hier einmal ausklappen. Da können wir sehen, wie wir jetzt Baustoffzellen produzieren. Und zwar einmal mit Basaltbrechern, die produzieren Granulat. Die können wir irgendwo auf der Insel platzieren. Das ist vollkommen egal wo. Wir machen es einfach mal hier in der Nähe des Kontors irgendwie. Verbinden wir gleich damit noch. Und wir müssen ein Schmelzwerk errichten. Damit können wir aus Granulat Bauzellen produzieren, genau. So, die verbinden wir natürlich noch mit der Straße. Und dem Kontor. Ich merke mal nicht, dass ich gedrückt halten muss. Sopp. Warnung. Und verbunden. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Genau, um die Bevölkerung noch mit Nahrung zu versorgen. Man sieht ja, der Fisch nimmt langsam ab. Müsste jetzt am besten hier links das Ding weggehen. Genau, wir müssen eine Fischerei jetzt errichten, damit die Bevölkerung ein bisschen was zu mampfen kriegt. Weil mampfen ist immer gut. Sonst verhungert man ja. Wir können auch mal das Holz anklicken hier. Hier sieht man ja, wie sehr die Bedürfnisse erfüllt sind. Diese Bedürfnisse muss man erfüllen, damit ein Einwohner aufsteigen kann, also eine Einwohnerkategorie. In dem Fall die Tycoon-Arbeiter. Die brauchen nämlich Nahrung, Gemeinschaft, Getränke und Aktivität. Also Nahrung und Gemeinschaft einmal erfüllt. Dadurch, dass wir einmal Fisch haben. Und dass ein Stadtzentrum vorhanden ist in Reichweite. Das sieht man daran, dass es grün leuchtet. Ja. Und wir müssen noch Getränke haben. Die haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir Spirituosen irgendwann. Und Aktivität können wir noch gar nicht erfüllen in dieser Mission, glaube ich. So, was man machen kann, wenn die Einwohnerdorfhäuser komplett bevölkert sind. Was man hier unten sieht, wo gerade der Pfeil drüber ist. Also, da sind jetzt aktuell 8 Einwohner drin in jedem Haus. Dann kann man natürlich sich dran wagen, ein bisschen die Zufriedenheit zu erhöhen, damit man mehr Credits bekommt.
und somit auch die Bilanz steigt. Wenn sie gelb sind und die Bedürfnisse erfüllt sind, geht das vollkommen in Ordnung. In den grünen Bereichen ziehen die Bewohner nämlich ein, im gelben Bereich bleiben sie gleich. Und in den höheren Bereichen, da ziehen die Tycoon-Arbeiter Leute allgemein aus ihren Häusern aus. Und somit ist es natürlich nicht so ratsam. Man kriegt zwar kurzzeitig mehr Geld, aber wenn sie ausziehen, natürlich auch wieder nicht. Darum spiele ich eigentlich immer so, dass sie hier im gelben Bereich sind. Sind sie zwar nicht so ganz zufrieden, aber man hat am meisten Geld davon. Wie man sieht, plus 3. Und sie ziehen auch nicht aus, weil alle eingezogen sind. Kann auch keiner einziehen. Also alles ist maximal und solange die Bedürfnisse erfüllt sind, ist alles schön. Gut, wir müssen die Fischerei bauen. Die patschen wir einfach mal hier so an den Strand ran. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Problem gelöst, genau. Wir müssen erstmal noch verbinden mit der Straße. So, damit es auch alles abgeholt wird. Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Ah, ich glaube so... Sehen Sie das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die anderen Probleme hier gelöst sind. Ja, machen wir schon. Also, wir müssen jetzt die Konstruktionsanlage selektieren. Die ist, wenn wir draufklicken, sehen wir die. Die ist hier auf unserer Insel. Irgendwo hier im Berg drin. Genau. Und ja, klicken wir mal drauf, ne? Ich hätte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen. Aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Energiemangel. Ja, sowas. Wir haben tatsächlich eine Energieversorgung. Ergebnis: mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Ich laber mich immer rein. Meine Güte. Ja, wie man sieht hier oben, wir haben einen leichten Energieversorgung. Och, leck mich doch. Einen leichten Energiemangel, minus 9. Das heißt, dass man, wenn möglich, nicht noch mehr Gebäude in aufbauen sollte. Weil nicht so schön eigentlich. Aber dem werden wir jetzt entgegenwirken. Die Typen verlangen Fisch, das produziere ich inzwischen aber. Warum verlangen sie Fisch? Ich habe doch Fisch. Das verwundert mich gerade ein wenig. Warum sie jetzt nach Fisch verlangen? Weil eigentlich haben die doch welchen. Was soll das? Das irritiert mich gerade ein wenig. Muss ich ehrlich zugeben. Oder wollen sie hier noch eine Straße haben? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber... Es irritiert mich gerade, verdammt. Das hier... Ich hätte keinen Fisch. Ah, ich habe aus Versehen die Fischzufuhr gestoppt, indem ich da drauf geklickt habe. Ach Gott, bin ich blöd. Tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht. Das war ein wenig doof von mir. Ja, wenn man hier draufklickt, dann kann man die Zufuhr an Ressourcen etwas eindämmen. Was jetzt nicht ganz so gut war, dadurch haben wir natürlich jetzt ein wenig was verloren. Ja, die ganzen Leute sind ausgezogen. Also müssen wir erstmal hier in den grünen Bereich wieder runterbringen. Dadurch sinken unsere Credit-Verdienste jetzt. Aber gut, dafür ziehen die Leute wieder ein. Ja, man muss auch mal ein bisschen negative Sachen zeigen, ne? Also, ist ja nicht so schlimm. So kann man auch mal zeigen, was man falsch machen kann und wie man es behebt. Also, das war jetzt unnötig mit der Straße hier. Die reiße ich auch wieder ab. Weil ich sie nicht brauche. So. Und die kann ich auch abreißen. Die brauche ich auch nicht. Umsonst gebaut alles, aber wir kriegen das Geld ja wieder. So, ja, Fisch wollen sie nicht mehr, genau. Und wir haben Energiemangel. Jetzt kümmern wir uns endlich darum. Gott. So, Energiemangel, Trainingsprogramm. Verbessern Sie die Energieversorgung in Neotron. Das machen wir jetzt, indem wir hier diese Strom muss fließen Quest machen. Dazu müssen wir erstmal einen Schaufelradbagger bauen. Mit diesem, man sieht hier Kohlekraft, Kategorie. Mit diesem Schaufelradbagger können wir überall Kohle abbauen. Einfach so. Den platzieren wir einfach mal hier so hin. Das haben wir gemacht. Und jetzt als nächstes müssen wir noch ein Kohlekraftwerk bauen. Das platziere ich mal... Ja, einfach mal hier hin. Ist ja egal. Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Ich gratuliere. Vielen Dank. Quest erledigt. Unsere Energie müsste bald wieder steigen. Eine dringende Nachricht. Eine Nachricht. Die öffnen gleich. Wir gucken erstmal jetzt, dass wir ein bisschen Kohle hier reinkommen. Man sieht, die Produktion läuft zu 100%, das heißt, das Gebäude arbeitet auf maximal, ja, auf Hochton quasi. Anders als die beiden, ich weiß nicht, warum die beiden jetzt gerade nicht so viel arbeiten. Achtung,
Produktionsstillstand. Ja, ich habe gerade irgendwie ein paar Probleme. Ich merke das schon. Ach so, genau, weil wir erstmal jetzt ein wenig Energie produzieren müssen, weil die Gebäude haben nicht mehr genug Energie, um ordentlich zu laufen. Dafür müssen wir nämlich den Energieüberschuss haben, damit die Gebäude ordentlich laufen. Ja. Man merkt, sonst ist das ein bisschen scheiße. Aber jetzt mit der Energie, die wir hier produzieren können, im Kohlekraftwerk, geht das dann wieder. So, wir gucken jetzt in die E-Mail im Postfach von Ingenieur Petersen. Ah, vorlesen, es dauert ein bisschen. Okay. Sehr geehrter Vorstand, wie ich hörte, planen Sie, die Leistungskapazität unseres hydroelektrischen Kraftwerks mithilfe einer optimierten Turbine zu erhöhen. Aus fachlicher Sicht muss ich Ihnen dringend davon abraten. Unser hydroelektrisches Kraftwerk ist darauf ausgelegt, unter einer bestimmten Belastung zu arbeiten. Wir haben diesen Maximalwert bereits mit der letzten Produktionssteigerung erreicht. Die optimierte Turbine wird diese Belastung jedoch noch weiter erhöhen. Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Halterungen der Turbine der Belastung nicht standhalten und auseinanderbrechen. Da die längst fälligen Wertungsarbeiten des Damms auf Wunsch von Thor Strindberg ins nächste Quartal verschoben wurden, kann ich nicht für die Stabilität der Strukturen garantieren. Durch den Belastungspuffer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Katastrophe schwer einzuschätzen. Tatsache ist jedoch, dass sich die Sicherheit des Damms nicht gewährleisten kann. Ein Turbinen-Upgrade könnte katastrophale Folgen haben. Ich bitte Sie, den Einbau der optimierten Turbine noch einmal zu überdenken und mich vorher entsprechende Sicherheitstests durchführen zu lassen. Diese könnten in 3 Tagen erledigt sein. Mit freundlichen Grüßen, Ingenieur Petersen. Ja, also wie man sieht, Turbine nichts gut. Absender der Mail lokalisiert. Und so? Aufenthaltsort? Hydroelektrisches Kraftwerk. Hast du gut erraten, Eve? Kontaktaufnahme. Gut, wir müssen das Kraftwerk jetzt auswählen und schauen wir mal. Wer will das mal aus? So. Sie haben meine Nachricht also erhalten. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Ich glaube es nicht, aber gucken wir mal. So, wir müssen unserem Kommandoschiff jetzt zum Kontor fahren, damit wir ihm sagen können, dass das mit der Turbine keine gute Idee ist. Machen wir mal zum Kontor diesen. Ist jetzt nicht so problematisch, denke ich mal. Was ein bist Auftrag. Du? Ganz nach dir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will er, dass wir dieses Ölvorkommen unter Wasser zu entdecken war ein echter Glück. Hier jetzt Rohöl abholen und das machen ja, wir gleich ja, auch. Ja, Peterson wieder einmal. Der wittert doch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Okay, er lässt sich davon abbringen. Scheißegal, ob es Gefahren sind. Wir nehmen den Stahl mit und können ihn im Kontor einlagern. Wir holen aber eben kurz noch hier an dem Kontor das Rohöl ab. Weil es hier die Transportprobleme-Quest sagt. Ich habe den Warentransport straff organisiert. Trotzdem. Ja, schön. Interessiert mich nicht. Dies können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Ja, das Rohöl nehmen wir mit. Und das ich müssen wir bin jetzt wohl ohne Übertreibung einer der wichtigsten Mitarbeiter von Global. Ach, laber doch nicht. Zu seinem Kontor bringen, damit wir die Quest abgeschlossen haben. Diese kleine Lieferungsquest. Ist so ein Nebenquest, denke ich mal. Also nicht hauptsächliches, weil die ist. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Ich glaube mal, dass die grüne Hauptquest ist, dann hier die untergeordnete Quest, um die Hauptquest zu erfüllen. Und das hier ist dann einfach, ja, scheiße halt, ne? Ne, Nebenquest. Bitte so sehr, Ruhe. Keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit ist auch noch nicht geregelt. Jetzt müssen wir sein Schiff geleiten. Eskorte können wir starten, gerne. Ich gucke mal kurz hier nach dem Dorf. Ich steigere mal kurz wieder das hier. Damit wir da ein bisschen Geld verdienen. Weil wir sind sowieso schon im Minus, wegen jetzt diesen beiden Anlagen auch noch. Wir gucken uns die Eskorte mal an. Eskortieren wir das Schiff mal. Wir haben nur dieses eine Schiff hier zum Eskortieren. Ich habe den Warentransport straff organisiert. Laber doch nicht, mein Gott. Ist mir auf den Nerv. So, das Schiff haben wir anmarkiert. Das heißt, wir können die Eskorte starten. Wenn es denn bald losgeht. Wollen Sie hier etwa mit Ihrem Erfolg prahlen? Ja, wir sind bereit. Manchmal liegen Sie nicht einmal falsch. So, mein Schiff. Begleite das Schiff dann mal. Gucken wir mal, was passiert. Können wir so ein bisschen rumdüsen jetzt hier. Man weiß nicht, ob was passiert, ne? So, wir können mal gucken, was wir hier sonst noch haben. Wir haben ja einmal die Angriffskraft, also erstmal die Unterhaltskosten, die kennen wir ja. Und was bist du? Ein feindliches Kriegsschiff.
das müssen wir abschießen. Weil ich glaube, das kommt dem Schiff hier nicht so gut. Aber ich glaube, wenn ich eskortiere, dann müsste es an sich automatisch abschießen. Ja, das sieht so aus. Das schießen wir so ab. Auch wenn ich eigentlich massiv daneben schieße gerade, aber ist ja egal. So, im Grunde treffe ich so. Sagen wir es so, ja. Die Angriffskraft haben wir hier. Einmal gegen Flugeinheiten, gegen Schiffe, Gebäude und gegen U-Boote. Das heißt, man sieht schon, was noch alles kommen könnte. Flugeinheiten kannten wir bisher auch noch nicht und wir kannten auch noch keine U-Boote. Die sind alle neu dazukommen in dieser hochtechnologischen Sache. Ja, und die Trefferpunkte unseres Schiffes halt. Die haben wir auch noch. So, die Eskorte müsste bald fertig sein. Wenn wir hier am Rand sind. Das Kriegsschiff kommt gar nicht mehr hinterher, weil es beschädigt ist. Anscheinend werden die Schiffe langsamer, wenn sie beschädigt sind. Auch eine schöne Sache. Ob das früher schon so war, weiß ich auch nicht. Wenn es schon so war, tut es mir leid, dass ich es nicht wusste. Aber, okay, Eskorte erfolgreich. Sehr gut. Und ja, das Schiff hat was zurückgelassen. Also mache ich das Schiff da kaputt. Weil es mir auf den Nerv geht. Wie viel Schaden machen wir? Genau 20? Nee, 19 Schaden. Okay. Ich will es kaputt machen jetzt einfach mal. Ach, scheiße, ist weg. Okay, nehmen wir lieber dieses Zeug hier mit, was fallen gelassen wurde. Und zwar Escort-Beleg. Gut, nehmen wir den mit und bringen ihn zum Konto. Wir haben jetzt zwei Sachen, die wir zum Konto bringen müssen. Also einmal, das Stahl müssen wir zu unserem Konto bringen, ne? Ja, in unserem Konto, okay. Aber wir können die Escort-Beglaubigung dorthin bringen. Die Frage ist nur, kriegen wir dafür irgendwas? Ich glaube nicht. Es dauert jetzt ein bisschen, bis das Schiff da ist. Können wir es beschleunigen irgendwie? Ja, wenn wir Plus drücken, können wir beschleunigen. Oh, ich sollte nicht auf Minus drücken, während ich aufnehme, weil das meine Aufnahmetaste ist. Das werden Sie wohl zustande bringen, oder? Tut mir leid, da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, aber jetzt ist er auf die Aufnahme wieder. Also Plus auf jeden Fall beschleunigen und Minus verlangsamen. Man sollte nur nicht in der Aufnahme verlangsamen, wenn man gerade seine Aufnahmetaste auf Minus hat. So, wollen wir abschließen, ja? Das war ja auch keine große Kunst. Ja, ja, ist ja gut. Abgeschlossen haben wir es auf jeden Fall, so. Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeit. So, was haben wir jetzt noch? Ich merke schon, die sind überall Nebenquests, wenn so irgendwas leuchtet über so ein Gebäude. Können wir Nebenquests annehmen. Die habe ich gar nicht gemacht beim ersten Mal. Das ist jetzt gerade ziemlich neu für mich, die Nebenquests. Aber gut, die Quote steigern. Sie benötigen pro Insel 2 Tonnen Fisch. Wir müssen also 2 Inseln erkunden, nehmen wir also 4 Tonnen Fisch mit. Und dann können wir die Inseln erkunden, die auf der Karte markiert sind, mit diesen blinkenden Symbolen. Übermittle Informationen zu Handelsinteraktion. Ja, danke sehr. Wir labern erstmal das Stahl ein. Ah, der Stahl. Wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier gehen trotzdem kaum voran. Sehen Sie selbst. Das war schade. Aber gucken wir mal. Selektionierte Konstruktionsanlage. Machen wir gerne. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeitskräfte werden wir seine Zeitvorgabe nicht einhalten können. Auch wenn es nur mehr Arbeiter sind, die wir brauchen. Ermittelt die optimale Anzahl an Fachkräften zum Turbinenbau. Extra. 15 Wohnungen brauchen wir, also noch 7. Okay, die bauen wir eben schnell. Das geht ganz flott. 7 weitere Wohnungen bauen. Ja, machen wir eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und weil wir es können, mache ich einfach mal 8 Wohnungen. Ich registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Danke sehr. Erstmal müssen wir hier die Zufriedenheit wieder ein bisschen runtersetzen, damit hier wieder ein paar Leute einziehen. Sonst hat es nämlich gar keinen Sinn. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Jetzt können wir die optimierte Turbine abgeben. Möchte ich aber noch nicht machen. Ich will erstmal die Nebenquest jetzt machen. Ihre Tatenlosigkeit ist eine Provo... Ja, ja, sei leise. Haben Sie meine Anweisungen gesagt? Ich möchte erstmal jetzt die Nebenquest machen. Ist eine Provokation. Ach, sei leise, du Idiot. Mein Gott, ich brauche 4 Tonnen Fisch. So, da können wir ja regeln, wie viel wir mitnehmen. Mit diesen 4 Tonnen Fisch begeben wir uns mal zu den beiden Inseln hier. Das speeden wir ein bisschen ab. Wow, ist richtig viel. Okay, die Ergebnisse haben wir von dieser Insel. Und die zweite Insel ist irgendwo hier. Da düsen wir auch schnell ganz schnell hin. Ganz schnell düsen wir hin. So, diese Insel hier. Erkunden wir auch noch schnell, wie man sieht. Und geschafft. Und die müssen wir jetzt zu diesem Tiefseekonto zurückbringen.
Bisschen Speed wieder. Wollen Sie hier etwa mit Ihrem Erfolg? Naja. Ja, wollen wir. Ist die Sache erledigt. Sehr schön. Dieses auch diese Quest erledigt. Unter Wasser zu entdecken. Haben wir noch andere Sidequests? Ich weiß es gerade nicht. Sieht aber nicht so aus. Gut, dann können wir jetzt diesen Auftrag erledigen. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Indem wir ihm die Turbine geben. Und der macht sie damit jetzt vom Acker. Diese Turbine soll den Energieoutput des Kraftwerks also verdoppeln? Das werden wir ja sehen, wenn sie eingebaut ist. Peterson, an die Arbeit. Zeit ist Geld. Ja, ja, ja. Und eine Sequenz. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Damms wird das nicht verkraften. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Ja, war aber nichts mit der Turbine, ne? Der Damm ist ein bisschen hinüber. Wie man jetzt gleich sieht. Ja, jetzt sieht man's. Der macht Bumm und... Ja. Was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Ja, und der Strindberg meint natürlich, dass er nicht schuld ist, sondern alle anderen natürlich schuld sind. Natürlich. Ja, somit haben wir die Mission geschafft, die erste Kampagnenmission. Sie haben gewonnen, wie es so schön heißt. Strindberg ist schon eine kleine intrigante Sau. Erstmal alles wollen und dann den anderen Leuten die Schulden in die Schuhe schieben, auch wenn er dafür verantwortlich ist. Also mit dem werde ich mich nicht befreunden, glaube ich. Genau, wir haben natürlich hier noch sowas. 30 Minuten, das gedauert, meine Fresse. Und ich wollte wirklich das Ganze in einen Part packen. Nee, ich glaube, ich mache es doch lieber auf zwei Parts, dieses kleine Let's Show. Ist etwas besser, glaube ich. Dass ich einfach für jedes Kampagnenlevel einen Part mache. So, damit haben wir diesen Part abgeschlossen. Und im nächsten Part gucken wir dann nach Kampagnenlevel 2. Genau, hier das. Mission 2. Im nächsten Part also. Bis dann.